Hallo und herzlich willkommen zurück zum ja, Weltreich Makedonien. Ich wollte schon irgendwas anderes sagen, weiß nicht mehr. Aber wir sind schon enorm weit jetzt. Wird auch mal Zeit hier, dass Makedonien fertig wird. Genau, was haben wir noch vor uns? Also wir werden auf jeden Fall mal schauen. Hier unten ist eigentlich relativ friedlich. Ich glaube, mit denen habe ich auch mit einem... Ich glaube, hier unten gibt es auch irgendwelche Abkommen. Muss mal schauen. Genau, Nabatea werde ich noch vernichten. Kusch auch. Nee, das ist Aksum. Genau. Hier ist... ist Massilia. Ist so lustig. Gerade habe ich Aufnahmen für Sparta eben gemacht. Und da ist Massilia nur noch ein kleiner Pups. Also, und hier sind die so riesig. Numidien, oder? Ja. Ist auch relativ groß. Karthago ist nach da oben gewandert. Hier die da. Krass. Kanuten. Die kenne ich auch eigentlich nicht, dass die so groß werden. Genau. Die Konföderation werde ich auch langsam vernichten. Also die da gehen jetzt auch nach oben. Hier sind ein paar böse Armeen. Muss ich mal schauen. Hier sind die Abtrünnigen. Gut. Dann schauen wir mal von West nach Ost. Was ist hier los? Massilia? Hier bin ich drin. Ja, es sind... Oh, okay. Die sind in Gewaltmarsch. Schade. So, die sind nicht mit mir in Knisch. Knisch. Die sind aber mit mir im Knisch, ne? Aber die kann ich so nicht angreifen. Die kann ich so nicht angreifen. Oha. Warte mal. Wieso habe ich so wenige Agenten oder Helden? Hat der schon einen? Ja, der hat schon einen. Da oben, der hat auch schon einen. Der wird gleich einen haben. Der hat noch keinen, ne? Wieso ist er auf Rück? Ah, ja, ja, okay, okay, okay. Der hat noch keinen, der bekommt jetzt auch einen. So, alles klar, Herr Kommissar. Genau, hier hatte ich ja die Hoffnung, dass er mich angreift, gell? Ja, ich warte noch ein paar Runden. Und dann, genau. Dann schaue ich mal kurz, was ich mit denen da unten hab. Abkommen mit Marien. Was habe ich mit denen für ein Abkommen? Ah, diplomatische Mission nach Sabah. Abkommen mit Marien. Aber. Seid willkommen. Ah, wieso habe ich keine. Fürchtet euch aber, wenn die Lüge. Ja, ja, bla bla bla. Habe ich mit dem was? Nee. Habe ich mit Sabah was? Hier bin ich. Wieso habe ich mit denen allen... Zu, dass ich Profit in euren Worten. So. Ha. Das ist ja jetzt interessant. Okay. Dann brauche ich den eigentlich gar nicht hier, sondern... Gehen mit dem darüber. Ach. Die Kinder der Sonne, so. Aksum. Wieso ist Aksum hier oben? Warte mal. Okay, die sind ziemlich... ziemlich nice mit... Ah, okay, alles klar.
Axum ist der das Satrapie-Königtum von denen. So, uiuiui. Das sind mal Kavallerieeinheiten. Uiuiui. So. Was erforsche ich gerade? Ach, ich will da runter. Okay, sonst habe ich beim Militär alles. Hier fehlt mir auch nur noch die zwei. Hier habe ich alles. Hier habe ich fast nichts. Okay. Gut. Das ist auch schon ein Zeichen, dass das Let's Play sehr weit fortgeschritten ist. Hier ist auch irgendwie Party. Okay. Dann schauen wir mal. Ui. Ich glaube, das, die gehören aber nicht alle uns, außer der da. So. Der gehört nicht zu uns, der gehört nicht zu uns, der gehört nicht zu uns. Und weiter geht's. Dann schicke ich hier noch kurz was ein. Wieso macht er so sowas? Das. Ich meine, der hat 1500 gegen 1200, ja, okay. Aber mein Vorteil ist halt einfach. Pikiniere. Aber okay, wenn das kämpfen will, dann wird gekämpft. So. Die muss ich ja, also Alexander Stolz, da muss ich auch schauen. Das. Ist es gerade Nacht? Nee, oder? Nee. Sieht nur so aus wegen dem Weißen. Aber okay. Nee, das mache ich so. Bogenschützen! Hordes Konvoten! Hier konnten die ja nicht so gut schießen, ne? Thessalische Kavallerie! General! Habe ich die schon in Phalanx gemacht? Ja. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer für ihre Hilfe bei unserer Verteidigung. Es nähert sich feindliche Unterstützung. Und da, okay. Da muss ich schauen, dass er nicht von hinten rein schneit. Geh mal hier hin mit der Kavallerie. Weil da vorne ist es ja wurscht. Ja, nackte Speerkämpfer gegen einen Pfeilhagel ist halt auch nicht ganz so nice. Ja, der kann halt auch nichts machen. Der arme Dude. Der feindliche General ist tot. So, jetzt kommt halt, ja. Bogenschützen! Warte, hört mal auf. Kommandant! Es
Der. Okay, wer hat von denen. Der und der. Er hat sich irgendwie hier festgebackt. Der feindliche General ist tot. So. Gut, dann marschiert mal der Gegner hier ein. Die können jetzt Feuer frei machen. So, das sind Steinschleuderer, das ist ganz gut, weil die müssen. Die können nicht so im hohen Bogen schießen. Das mag ich wirklich an Bogenschützen voll gerne. Aber klar, die sind. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition. Die sind nicht so effektiv, sage ich mal. Nicht so effektiv auf die Ferne gesehen. Aber trotzdem enorm effektiv auf bei Häuserkampf zum Beispiel. Herr Banner. Die haben natürlich einen Vorteil gegenüber meiner Kavallerie. Aber es sieht ganz gut aus. Sieht ganz in Ordnung aus. Victoria, gib uns dein Geleit! Stolze Söhne Makedoniens! Bogen schützen! Passt, oder? Ja. Eine unserer Einheit. Gut. Ja, die waren alle sehr erfolgreich. Die anderen nicht ganz so, aber mei, das war abzusehen. Gut. Nein, jetzt ist die Frau tot. So. Verzieh dich. So. Jetzt ist die Frage, wie ich am besten die gallische Konföderation platt mache. Ob ich. Also die Frage ist, ob ich wirklich. Der ist schon wieder. Ja, Massilia ist gerade eine größere. Ist gerade eine viel größere Bedrohung als die Konföderation.
Okay, er sagt, ich habe keine Chance. Die Petzetairoi sind halt die krassen. Der sagt keine Chance. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also Petzetairoi, ich muss halt schauen. Ich muss halt versuchen, meine Einheiten gut einzusetzen. Natürlich hat er den High Ground, natürlich. So. Ich glaube, ich werde mich mal auf den Berg zurückziehen. Die Kavallerie werde ich mal einsetzen, um ein bisschen zu scouten. So, also. Es nähert sich ja, natürlich von da, ne? Natürlich von da. Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Hä? Wie denn das? Unser General wird angegriffen. Sorry, wenn ich gerade nicht viel rede. Wieder auf den eure Befehle! Doppelte Geschwindigkeit! Tödliche Bogenschützen! Auf Liedern bereit! General! Armesus! Dick-Elefant! Bereit! Tarantinische Kavallerie! Eure Befehle, mein Herr! General! Zu euren Diensten! Tödliche Bogenschützen! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Da wegkommen. Bereit zum Einsatz! Söhne des Ares! Eure Befehle, mein Herr! Abfliegen! Für Makedonien! General! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht.
Elite Bogenschützen! Stellt vor, wir gehen! Karantinische Kavallerie! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Bereit! Zu eurem Diensten! Kommandant! Rüstungskavallerie! Wir erwarten eure Befehle! Königliche Feldtasten! Wie lauten eure Befehle? Eure Befehle, mein Herr! Nicht Elefant! Bereit zum Einsatz! Zu eurem Dienst! Wir können jetzt mal nach da. Wir erwarten eure Befehle! Nein! Nicht zum General. Nicht zum General. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schnell da rein. Schnell da rein. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Eine unserer Einheiten ist in Raserei. Ah, das ist in Ordnung. Krieger Makedonien! Kavallerie, Geschosse bereit! Zurück, Männer! Zurück! Vergießt ihr Blut! Tarantinische Kavallerie! Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Pyriae! Kommandant! Tarantinische Kavallerie! Eure Befehle, mein Herr! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Zurück! Zurück! Zieht euch zurück! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Angriff! Ja, die Pikinierer sind das Problem jetzt auch hier. Eure Befehle? Unser General ist gefallen. Ja. Elite Bogenschütze! Auf den Befehle, mein Herr! Tarantinische Kavallerie! Zerstört sie! Eine unserer Einheiten ist in Raserei geraten. Elite Bogenschütze! Königliche Feldtasten! Zerstört sie! Befehle? Eure Befehle, mein Herr? Lasst sie bluten! Sucht euch eure Ziel. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! So, gut. Naja. Knapper Niederlage. Verluste 1100, getötet 1500, ja. Die Elefanten waren ganz gut. Die hätte ich gedacht, dass sie mehr reinhauen, aber. Naja. Sind halt doch nur
Söldner. Also, ja, viele Söldner sind richtig krass, aber einige auch nicht. Zurückfallen und neu gruppieren! Wir suchen Schutz. So, auf jeden Fall hat der jetzt... Ja, jetzt muss ich auf jeden Fall warten, bis meine Verstärkung von Süden kommt. Ich könnte mit der natürlich auch wieder eine Söldnerarmee aufstellen. Oh. Na gut. Ja, oh, nicht schon wieder. Kinder des Zeus. Die Verteidiger Pellas. Ist der... ist der altersschwach? Alter. Ist der altersschwach geworden oder warum? Im Kampf gestorben. Genau, das war der. Okay, Siedlung wird belagert, verwundet, gemetzelt, okay, Sohn wird erwachsen, haben Siedlung, Alexandria, natürlicher Tod, okay. Dann schauen wir mal, die Frau erwartet ein Kind, sie erzählt überall herum, dass der Vater wäre ein Mann von eurem Blut, der Bastard einer Hetäre kann den Ruf eines Mannes ruinieren. Entweder... Der Mann wäre von eurem Blut. Doch für wie lange? Ja, ich bezahle die mal. Wir haben ja genug Geld. Ich weiß aber nicht, ob das richtig war. Gut, dann würde ich sagen, wir haben halt nicht viel erreicht, aber wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.